Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Digimon Story Cyber Slay. Wir sind ja in... Wir sind ja in, Kaulen Ebene 2 ankommen und wir können auch hier irgendwie unsere Unterstützungsfertigkeit mal angucken. Fertigkeit. UF, alles können, erhöht Angriff. Okay. Wird hier nicht irgendwie gesagt... Wo sieht man die Fertigkeit? Würde mich gerne mal interessieren. Halt. Ich glaube, die haben noch keine hier. Müssen wir da mal gucken. Okay. Wir haben jetzt auch kein Digimon gerade so dabei. Warte mal kurz, jetzt switch mal aber doch gerne nochmal. Vielleicht, dass wir vielleicht wieder nochmal kurz ins Digilab gehen. Vielleicht, dass wir noch ein kleines Digimon mitnehmen. Das ist ja auch cool gemacht mit dem Gruppenspeicher vor allem. Digimon verschieben. Belegter Speicherplatz 5, 4. Tendomon braucht auch 4. Dann nehmen wir doch mal Tendomon noch mit. Dass wir noch einmal wechseln können. Wobei, da haben wir halt keine. Haben wir jetzt keine wirkliche. Dann nehme ich lieber Falcomon mit, weil sonst haben wir keine. Wir tun mal Tendomon zurück. Weil sonst haben wir hier keine, man sieht es ja vorne an den Elementen. Oh. Ach, wir können nur bis 20 mitnehmen. Upsala. Entschuldigung. Dann nehmen wir lieber noch Otamon mit. Ah, Otamon. Dann komm mit. So. Und ab geht die Post. Ab geht die Post. Apostel. So. Oh oh. Wer seid denn ihr? Boah, geile Mucke. Na, wer zum Teufel bist du denn? Was kreuzt du hier auf? Soll das ein Witz sein? Ich mach dich sofort raus. Willst du mich verarschen? Ich habe unendlich viele Extra-Leben. Boah, hä, Moment, gehörst du auch zu denen? Ein Noob? Hast du einen Account geklaut? Na, hervorragend. Nächstes Mal gehen wir gemeinsam auf Raubzug. Versprochen? Du kommst zur rechten Zeit. Bist du dabei? Hä, bei was denn? Schau mal darüber. Das ist Mephisto. Mephisto kauft uns geknackte Accounts direkt ab. Geknackte. Wie du willst, gleich hin. Mephisto ist ein bisschen irre, also Vorsicht. Accounts her, sofort. Accounts. Bist du bekloppt? Ich möchte etwas über gestohlene Accounts fragen. Accounts sofort her mit den Accounts. Ist der irre? Wow, was hast du denn mit ihm gemacht? Mephisto, alles klar? Du hast ihm nichts gebracht? Also her mit deinen Accounts. Hey, beruhig dich mal, Mephisto. Schau doch, du machst den Newbie Angst. Growlmon? Ich will einen seltenen, schicken, neuen Account. Her damit! Okay, Growlmon! Flamme löschen. Oh Gott! Okay, der kloppt auch jetzt Schaden. Felsbrecher! Alter, wie viel Leben hat der? Sonnenstrahl! 05, okay. Kleines Horn. Los, Gabumon. Napalm Mulk 1. Oh, oh. Gilmon! Okay. Napalm Mulk 1! Was du kannst, kann ich auch. Sichelblatt. Machen wir mal Sichelblatt auf dich. Stirb! 14. Tun wir mal Gilmon wieder. Hier, du kriegst mal was von mir. Danke. Dankeschön. Flamme löschen, Alter. Kometenhammer. Gilmon ist dran, okay. Felsenbrecher. Oh, X-Cross-Kombo, sehr schön. Greift an!
Kann ich damit heilen? Das wäre ja cool. Warte mal, gucken. Viel heilt's einfach nicht, okay. Kometenhammer. Kritisch. Gabumon! Der ist ja gleich tot. Kometenhammer! Sehr gut. Gilmon, Felsenbrecher! Sehr gut, jetzt gritten wir die ganze Zeit. Sonnenstrahl! Kritische Ladung, oh Gott. Okay, er hat Grit erhöht. Jetzt sind wir aber wieder zweimal dran. Oh, zum Glück eine X-Kombo. Sehr schön. Danach ist Scrollmon dran. Ich glaube, in dem Part geht einmal unser Digimon down. Achtung. Auf Sunflowmon stimmt. Oh, auf Gilmon. Sehr schön. Okay, jeder hat überlebt. Sonnenstrahl! Ach du Kacke. Das war jetzt ein ganz anderer Kampf. Oh, Speicher ab. Haben wir einmal bekommen. Heißt es, wir können jetzt mehr. Haben wir jetzt mehr Kapazität. Neue Fertigkeit, Angriffsladung. Gilmon Level 12. Sunflowmon von 1 auf Level 5. Alter. Gabumon von 1 auf Level 6. Otamon von 1 auf Level 6. Hydrowasser 1. Alter. Mephisto! 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 Ach du Scheiße. Aha, Ende gut, alles gut. Wirklich ein faszinierender Fall. Es gibt Menschen, die Digimon sammeln. Meinst du, andersherum gibt es das auch? Irgendwie finde ich es gar nicht seltsam, dass Digimon mit Sammlung menschlicher Kontodaten gibt. Dennoch, dass es diesen Mephisto, dass dieser Mephisto ist, sieht aus, als hast du das Digimon, die Metall... was die Mentaldaten seines Nutzers komplett übernommen und ist so selbst zum Nutzer geworden. Ich würde jetzt gerne sehen, wie sich das auf die echte Welt auswirkt, aber das tut für unseren Fall diesmal nichts zur Sache. Nächstes Mal vielleicht. Unter den von den Digimon gesammelten Konten war auch der gestohlene von Makoto Yamashina. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Komm zurück ins Büro. Das Rad des Schicksals dreht sich immer weiter. Das sollte ich im Kopf behalten. Stimmt etwas nicht, mein liebes Watson? Mein lieber Watson? Du hast 1000 CDP erhalten. Und wir sind wieder zurück. Nachdem wir Yamashinas Account zurückbekommen haben, konnte ich die Account-Daten retten. Übrigens, das war ausgezeichnet, wie du die Scrollmon besiegt hast. Aber du siehst, ein Digimon auf dem Champion-Level macht uns schon ganz schön Probleme. Ja, das stimmt. Überleg mal, das wären jetzt 2 oder 3 gewesen. Alter Freund. Ich habe seine aktuelle Adresse gefunden und überprüft. Dabei habe ich mir gleich die Daten zu seiner Familie angesehen. Das war Interessantes dabei. Hä? Unsere Klientin, diese Yuko Yamashina, ist eindeutig nicht die gleiche Tochter, die hier steht. Hä? Hätte ich mir das schon denken sollen oder ist es einfach zu absurd? Ich weiß nicht. Du wirst immer noch nicht drauf kommen? Dann funktioniert unsere Zusammenarbeit ja weiter. Gehen wir jetzt erstmal zu Yamashinas Haus. Was werden wir im Haus eines Vermissten finden? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir gucken nach. Alter Freund. Ding Dong. Ja, wer ist denn da? Guten Tag, sind wir hier richtig bei Yamashina? Ja, aber wer sind Sie denn? Ich suche jemanden. Entschuldigen Sie, aber dürfte ich nach Ihrem Namen fragen? Wie, ich bin Makoto Yamashina, aber... Sie sind doch vermisst. Vielen Dank, Herr Yamashina. Nur eine Frage noch. Ich habe gehört, dass jemand aus dieser Gegend vermisst wird. Haben Sie eine Ahnung, wer das sein könnte? Jemand wird vermisst? Nein, davon weiß ich gar nichts. Verstehe. Dürfte ich Ihre Familie auch danach fragen? Meine Frau und Tochter sind gerade leider unterwegs. Wo ist Ihre Tochter denn? Papa, was ist denn los? Ach, du bist zurück, genau rechtzeitig. Da möchte ich jemand sprechen. Hä? Das ist meine Tochter Chika. Chika? Was ist hier los? Das ist ihre Tochter, Herr Maschina, und sonst haben sie keine Kinder? Nein, Chika ist Einzelkind. Warum interessiert sie das? Wer sind sie überhaupt? Die beiden fragen nach jemandem, der hier in der Gegend vermisst wird. Kennst du jemanden? Vermisste? Nein, davon habe ich nicht gehört.
Sehen Sie, tut mir leid, dass wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten. Aber nicht doch, vielen Dank für die Auskunft und noch einen schönen Tag wünschen wir. Wir haben alles Nötige in Erfahrung bringen können. Herr Yamashina, wussten Sie, dass Ihr Eden-Konto gehackt wurde? Eden? Wir haben das Konto bereits wiederhergestellt. Sie können das jetzt wieder problemlos nutzen. Ja. Stimmt etwas nicht, Herr Yamashina? Bitte gehen Sie jetzt einfach. Hä? Das ist nicht wichtig. Gehen Sie. Wir wissen nichts über irgendwelche Vermisste. Gehen wir, Papa. Schon sehr seltsames Verhalten. Die wollten uns wirklich loswerden. Und doch haben wir viele wertvolle Informationen gewonnen. Diese Chica ist eindeutig Herr Yamashinas Tochter. Unsere Klientin gibt also für diesen Fall vor, Yamashinas Tochter zu sein. Warum sie uns nun diesbezüglich täuscht, ist mir eigentlich egal. Aber sie wollte etwas über ihn herausfinden. Wie hängen die beiden zusammen? Das wüsste ich wirklich zu gern. Eine Sache beschäftigt mich außerdem noch. Aber vergessen wir die vorerst. Die Klientin meinte, sie würde zum Büro zurückkehren. Holen wir uns einen Kaffee und warten auf sie. Ja, genau, noch einen klumpigen Kaffee trinken. Komm schon, gehen wir zurück ins Büro. Na, okay, wenn du das sagst. Hallo? Du bist hier. Und zwar viel früher, als ich dachte. Wirklich eine hervorragende Klientin. Bitte setz dich doch aufs Sofa. Die Untersuchung ist beendet. Ich habe einen Bericht für dich. Hä? Hier als die Ergebnisse unserer Nachforschung. Ein Hacker-Team namens Saxon war am Kontenraub beteiligt. Saxon? Makoto Yamashina wird gar nicht vermisst. Er lebt ganz normal sein Leben, froh und munter mit seiner Frau und seiner Tochter Chika. Ich würde diesen Fall gerne schließen, wenn's recht ist. Okay, kein Problem. Vielen herzlichen Dank. Kurze Frage, warum hast du überhaupt nach ihm gesucht? Wer bist du eigentlich genau? Wer bist du? Auf bald! Du kannst jederzeit wiederkommen, gerne auch unter deinem echten Namen. Yuko Kamishiro. Hä? Kamishiro? Speichern. Ich habe in letzter Zeit keine Fälle angenommen. Ich nehme lieber ein paar, bevor mich Kyoko dazu zwingt. Okay. Neue Fälle hinzugefügt. 2. Oh, ein dringender, finde, gesuchter Hacker. Ein Spiel, ein Fehler, ein Job, ein Leben, Gefahr. Mein Spiel wird veröffentlicht. Also, bitte hilf mir, okay. Wir gehen aber erstmal hier hin. Klient Mirai Mikagura. Es gibt viele böse Hacker auf der Welt, die armen Digimon. Es wird Zeit für ihre wohlverdiente Strafe, oder? Jawohl. Offen. Ermittlungsbeginn. Finde gesuchte Hacker. Wir haben einen neuen Fall von Mirai. Ach, es gibt kaum konkrete Informationen. In dem Fall sollst du direkt zu Mirai gehen und sie fragen, was sie will. Okay, machen wir doch. Aber wir haben doch ein Speicher-Upgrade bekommen. Müssen wir das eigentlich aktivieren? Speicher für das Digivice erhöht den maximalen Gruppenspeicher um 5. Das ist ja prima. Jetzt können wir wieder ein paar Digimon mitnehmen und trainieren. Sehr schön. Du hast es also gerade so geschafft? Als Hilfsdetektiv dieses Detektivsbüro habe ich keine Informationen erhalten. Bitte lass mir die Informationen so schnell wie möglich zukommen. Wie dem auch sei, du bist kein Polizeibeamter, weshalb du in solchen Fällen einfach nichts tun solltest. Machen wir weiter, ich brauche deine Hilfe bei etwas anderem. Ich habe es ans schwarze Brett gehängt. Du kannst es jederzeit annehmen. Komm ins Büro, wenn du bereit bist. Was? Du hast nicht verstanden, was ich meinte? Hier kann ich es dir nicht sagen. Das geht so einfach nicht, weißt du? Hä? Gehen wir nochmal kurz hin. Neue Fälle hinzugefügt. Ein wow, mysteriöses Cybergesicht. Oh. Okay, nee, das machen wir erstmal nicht. Wir haben ja den anderen Fall jetzt noch angenommen. Weil, warte mal. Zu Mirai sollen wir ja gehen. Weil das Problem ist... Oh, da haben wir es ja. Warte mal. Da du hier bist, hast du wohl meinen Fall übernommen. Ich dachte mir schon, dass du kommst, da du dich mit dem Digimon so gut verstehst. Wie dem auch sei, kommen wir gleich zum Punkt, ja? Du warst in Eden, schon in Colon, oder? Ja.
Das macht diese Unterhaltung sehr viel kürzer. Eden ist voll von Hackern, die die Gamer nur als Werkzeug für ihre Absichten ansehen. Natürlich sind ihre Absichten ziemlich böse und illegal, um es kurz zu machen. Darum möchte ich für den Fall deine Hilfe. Ich möchte, dass du einen solchen Hacker nachsetzt, um ihn für seinen Unfug zu disziplinieren. Hoffentlich kannst du ihm als Hacker ein gutes Beispiel sein, so lernt der Hacker dann, seine Digimon besser zu behandeln. Vielleicht sind nicht alle Hacker so schlimm, meinst du? Was du sagst, lässt darauf schließen, dass du welche getroffen hast, die dich optimistisch stimmen. Wenn du das wirklich denkst, dann glaube ich dir. Das ändert aber nichts daran, dass es da draußen doch faule Eier gibt, die ihre Digimon missbrauchen und schrecklich leiden lassen. Deshalb würde ich es schätzen, wenn du solchen Hackern sozusagen die Hölle heiß machst. Okay, machen wir doch so. Danke, ich wusste, dass du mir bei einer so wichtigen Angelegenheit helfen würdest. Ich habe bereits einen besonderen böswilligen Hacker in Innen ausfindig gemacht. Dieser Hacker scheint irgendwo auf der zweiten Ebene in Colon zu sein. Dieser scheint besonders fies zu sein. Du wirst schon verstehen, was ich meine. Mehr habe ich für dich momentan nicht. Danke nochmal, dass du bei dem Fall hilfst. Komm wieder, wenn du soweit bist und erstatte mir Bericht. Alles klar. Und wir können ja wieder unsere Digimon Bank. Crawlmore können wir noch nicht. Genau. Greymon? Das ist doch Geo-Greymon, oder? Das sind natürlich auch geile Agunimon, Menschenfeuergeist im Besitz. Gabumon Schwarz. Level 15, Geschwindigkeit 15 oder höher. Okay. Ich würde gern Sunflowmon zurückentwickeln. Wollen wir es zu Lalamon entwickeln wir es mal. Zurückdigitation. Weil ich würde gerne mal wissen, Togemon, bla bla bla. Okay. Weil da trainieren wir einfach mal jetzt die Digimon auch noch ein bisschen weiter, weil das bringt uns ja nichts, sag ich mal. Wenn wir dann irgendwie. Ich nehme mal Tendomon auf jeden Fall mit. Digimon verschieben. Falgomon nehmen wir mit. Weil jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ach, kacke, da kann ich keinen Tendomon mitnehmen. Richtig. Ja, richtig. Aber wir können noch ein Poyomon noch mal mitnehmen. Dann nehmen wir das doch noch mal mit. Einfach damit wir halt so ein paar Digimon noch so ein bisschen trainieren. Würde ich doch mal sagen, Digimon laden, Digi umwandeln können wir auch noch nicht. Nee, gut, lassen wir erstmal alles so. Colon Ebene 2 ist ein Hacker, ein besonders böswilliger Hacker. Achso. Ab geht die Post. Verbindungssprung! Colon Ebene 2. Dadurch, dass wir unsere Digimon natürlich zurückgesetzt haben, mache ich jetzt auch wieder den Funktionsruf an. Kann ich ihn hier noch nicht anmachen? Geht anscheinend nicht. Ach gut, hier gibt es ja wahrscheinlich kein Digimon. Oder noch keine. Deswegen Funktionsruf an. Oh, da hinten ist doch jemand. Okay, wieder zweimal gegen das Kätzchen. Angriff! Gabumon, du auch! Yeah! Sehr schön. Lalamon Level 4. Falcomon Level 4. Poyomon Level 4. Sehr schön. Wir laufen um die Wette. Weil ich habe extra den einen Fall jetzt noch nicht angenommen, weil wir hatten da natürlich, wenn man gesehen hatte, der eine Fall war auch Stufe 2, wo wir am Ende gegen, 1, wo wir gegen Crawlmon gekämpft haben. Und jetzt natürlich so, also wenn der Schwierigkeit jetzt gerade so anzieht, da kann ich jetzt noch keine Stufe 2 Dinger machen. Level 2 und Level 7 und Level 7 und Level 5. Level 5 und Maximum und wow, ist ja der Wahnsinn. Können wir schon wieder uns so ein Digimon machen? Sehr schön. Geht gleich weiter. Hinterhalt. Oh, jetzt werden wir wieder angegriffen. Nein! Alter Gabumon! Gilmon! Okay. Angriff. Angriff! Lalamon macht gar nichts momentan. So, sehr schön. Und Lalamon Level 6. Gabumon Level 8, Otamon Level 8, Falcomon Level 6, sehr schön. Und Poyomon ist ja Level unendlich schon.
Also weiter geht's nicht. Und da haben wir anscheinend diesen böswilligen Hacker. Ich speichere mal natürlich vorne dran. Nehmen wir den. Jawohl, den wollen wir überschreiten. So, weiter geht's. Das muss der Hacker sein, von dem Mirai erzählt hatte. Mit dem Hacker sprechen. Was? Ich soll aufhören, mein Digimon zu missbrauchen, das Hacken aufgeben? Wovon redest du bloß? Das Digimon-Programm ist ideal zum Hacken. Ich nutze es bloß, wie es ursprünglich gedacht war. Was bringt ein Werkzeug, wenn man es nicht nutzt, du Idiot? Jeder an meiner Stelle würde es zu seinem Vorteil nutzen. Ich sehe, wie du guckst. Wenn du noch mehr zu meinen Machenschaften zu sagen hast, musst du mit mir kämpfen. Okay. Zweimal Demi-Devimon. Demi-Devimon. Doch, Demi-Devimon. Der Handlanger von Myotismon. Nein, Panik, was ist denn das? Kritisch. Demi-Devimon, richtig? Ja. Okay, Napalmwolke. Wow. Sofort eliminiert. Angriff. Oh, BTF. Pflanzensamen-Explosion. Oh. Boah, WTF, Gabumon ist in Panikkraft einfach alles an, oder was? Felsenbrecher! Gilmon Level 13, Lalamon Level 8, Gabumon Schwarz Level 9, Otamon Level 9, Falcomon Level 8, sehr schön. Okay, okay, ich verstehe schon, was du willst. Jetzt halt die Klappe, lässt du mich nur, wenn ich verspreche, irgendwann besser zu behandeln. Ich hasse es, wenn mich Speichel leckern wie dir abgeben zu müssen. Der Hacker scheint Reue zu zeigen, ich sollte Mirai Bericht erstatten. Okay. Also laufen wir wieder zurück, sehr schön. Können wir noch hier auf dem Rückweg ein bisschen trainieren. Sehr schön. Gabumon Schwarz Level 10, Otamon Level 10. Sehr schön. Boah, das läuft hier wie am Schnürchen momentan, ey. Uppala. Wir machen aber mal einen Funktionsruf aus, damit wir jetzt mal schneller zurückkommen. Kommen ja eh noch ein paar Digimon. Okay. Napalmwolke. Kometenname. Sehr schön. Yeah! Gilmon Level 14, Lalamon Level 9, Falcomon Level 9. Okay. So, was war nochmal das? Welches Digimon habe ich nochmal zu Tok, also von Tokomon weiterentwickelt? Bin ich gerade durcheinander bis hier? Belle ich gerade. Napalmwolke! Kometenhammer! Alter! Die hauen schon ordentlich rein. Bams! So, dann tun wir mal ihr noch schnell Bericht erstatten. Jo, wir haben dem einen den Arsch versohlen. Wie es aussieht, hast du die Sache ohne Probleme erledigt. Ich bin so froh, dass ich dich gebeten habe, ihn eben für Ordnung zu sorgen. Vorbei, wenn man bedenkt, wie gut du mit deinem Digimon auskommst, war dieser Resultat vielleicht ein Wink des Schicksals. Hihi, sieh es als ein Kompliment. Wie dem auch sei, dank für all deine Mühe heute. Auch in Zukunft erwarte ich gute Arbeit von dir. Ach, du dachtest doch wohl nicht, dass mit diesem einen Hacker, den du erledigt hast, schon alles abgehakt ist, oder? Leider gibt es da draußen noch zahlreiche Hacker, die ihre Digimon furchtbar missbrauchen. Während du damit beschäftigt warst, den ersten Hacker zu erledigen, habe ich etwas angelegt, was man schwarze Liste für Hacker nennen könnte. Momentan sind auf der Liste 30 gesetzlose Hacker, den du gerade besiegt hast, sind insgesamt noch 29 übrig. Du meinst, die Zahl ist ziemlich hoch? Ich versichere dir, dass diese Zusammenstellung auf reichlichen Überlegungen basiert. Keine Bange, du musst nicht allein allen noch übrigen Hacker suchen. Ich weiß doch, dass du nur so viel leisten kannst. Da fällt mir ein, hast du schon die Digifarm ausprobiert? Wenn nicht, sollst du das schnell nachholen. Der Grund ist folgender, wenn du für die Digimon auf deiner Digifarm Ermitteln auswählst, finden sie für dich heraus, wo die anderen Hacker sind.
Wenn wir wissen, wo sie sich aufhalten, schicke ich sie dir gleich als neue Fälle zum Überprüfen. Du kannst sie wie den Fall heute angehen. Unterschätze nicht die Stärke deiner Beziehung zu deinen Digimon. Ob groß oder klein, sie alle helfen dir, wenn du sie am meisten brauchst. Tu also alles, was du kannst, um die armen Digimon vor den Hackern auf der schwarzen Liste zu retten. Ich erwarte hier gute Daten von dir. Dankeschön. Finde gesuchte Hacker abgeschlossen. Erstatte dem Detektiv Piero Corini Bericht. Digilab verlassen. So. Und wir loggen uns noch aus. Ausloggen. Da sind wir wieder. Perfekt. Wie ich sehe, hast du dich für Mirai ins Zeug gelegt. Ihr zwei entwickelt langsam eine einzigartige Dynamik, wenn ich das so sagen darf. Perfekt. Leute, und das nächste Mal machen wir die nächsten Fälle bei Digimon Story Cyber Slow. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.